Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Generationenhochschule an der Hochschule Harz heute Abend. Mein Name ist Georg Westermann, ich bin der Prorektor für Forschung und Transfer der Hochschule Harz, bin aber nicht der Referent des heutigen Abends, der steht hier neben mir, das ist Professor Dr. André Nidostadek, kommt vom Fachbereich Verwaltungswissenschaften in Halberstadt. Und das Thema wird heute sein, da sage ich Ihnen jetzt aber ja nichts Neues, hoffentlich, zum 300. Geburtstag von Johann Wilhelm Ludwig Gleim, der Dichterjurist und die Rechtsgeschichte im Zeitalter der Aufklärung. Ein paar allgemeine Hinweise immer noch zur Eröffnung. Schön wäre es, wenn Sie Ihre Handys ausschalten könnten oder auf Flugmodus stellen. Das ist immer so peinlich, wenn dann der Jingle ertönt. Wir werden nach der Hälfte der Veranstaltung eine kurze Pause machen. Für Fragen wird es Mikrofone geben. Genau, zwei Stück hinter Ihnen. Also wenn Sie Fragen haben und der Dozent das zulässt, dass Sie fragen dürfen, dann machen Sie sich einfach bemerkbar. Ein weiterer Hinweis, die nächste Generation Hochschule wird am 11. Juni sein, wieder von 17 bis 19 Uhr, wieder hier. Und das Thema wird ein ganz anderes sein. Wald im Wandel zur neuen Wildnis. Da wird der Herr Pusch, der Leiter des Nationalparks Harz, dazu referieren. So, jetzt aber ein paar Worte zu unserem jetzigen Referenten. Der Professor Nidostadek ist Professor für Wirtschafts-, Arbeits- und Sozialrecht und er ist auch Beauftragter für Internationales am Halberstädter Fachbereich. Er hat selber Rechtswissenschaften studiert an zwei verschiedenen Universitäten, einmal in Münster, hier in Deutschland und einmal in Wales und ich kann den Namen nicht aussprechen. Vermutlich würde ich ihn falsch aussprechen, der Universität. Wäre Aberystwyth? Aberystwyth. Okay. Ist in der Nähe von McLaren-Vaur. Ja, dann. Okay, da hat er studiert und 2001 bis 2008 hat der Kollege Nidostadek in der Unternehmensberatung gearbeitet als Rechtsanwalt sowie in verschiedenen Funktionen im Bankensektor. Er ist Verfasser verschiedener Publikationen, unter anderem auch zu rechtsgeschichtlichen Themen. Und zuletzt erschien ein ganz anderes Buch von ihm, das weiß ich, da war ich nämlich bei der Lesung, nämlich das Buch Glücksort im Harz. Das ist ja mehr oder weniger ein sehr individueller, persönlicher Reiseführer. Würde man bei so einem trockenen Juristen gar nicht vermuten. Aber dass der Kollege Nidostadek kein so ganz trockener Jurist ist, das werden Sie gleich selber beurteilen können. Einen weiteren Veranstaltungstipp hätte ich noch. Am Samstag, also jetzt am kommenden Samstag, ist die Hochschule Harz wieder im Campusfieber. Das heißt, wir werden ab 10 Uhr mit einer Art Tag der offenen Tür starten. Also sollten Sie Kinder, Enkelkinder haben, die sich mit dem Gedanken eines Studiums tragen, da können Sie alles erfahren, was man hier so an der Hochschule Harz studieren kann. Und abends wird dann bis um 1 Uhr morgens richtige Festivalatmosphäre auf dem Campus herrschen. Sie sind ganz herzlich eingeladen dazu. So, nun will ich aber auch gar nicht lange zwischen Ihnen und dem Kollegen stehen. Und ich würde sagen, du hast die Bühne. Dankeschön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von mir ein herzliches Willkommen heute hier am Wenninger-Röder Campus der Hochschule Harz. Einen Freund, o Gott, nur einen. Wer die Menge hat, hat keinen. Das ist ein Zitat von dem, um den es heute unter anderem geht, nämlich Johann Wilhelm Ludwig Gleim. Der unter anderem, das werden wir heute noch im Laufe der Veranstaltung sehen, für seine Freundschaftskultur bekannt ist. Aber ich möchte heute eine andere Facette aufgreifen und Sie mitnehmen auf einen kleinen Streifzug durch die Rechtsgeschichte. Ich habe mir ein paar Stichworte notiert, damit ich das nicht vergesse, was ich Ihnen alles erzählen möchte. Wir werden unter anderem etwas kennenlernen zum Thema Robinson Crusoe. Ein Roman, der in diesem Monat vor 300 Jahren erschienen ist und was das auch mit der Rechtsgeschichte zu tun hat. Wir werden dann weitergehen zu Gleims Zeiten beispielsweise. Ohne zu viel zu erraten an dieser Stelle gab es Hexenprozesse. Wie sieht es eigentlich aus? Was ist der rechtliche Hintergrund dafür?
Wir werden dann noch bis in die Französische Revolution hineingehen, amerikanische Unabhängigkeitserklärung. All das sind Stationen, die unter anderem in der Lebensspanne von Gleim auftauchten. Und deswegen heute 300 Jahre Johann Wilhelm Ludwig Gleim, der Dichter, Jurist, denn er war auch Jurist, und die Rechtsgeschichte im Zeitalter der Aufklärung. Zunächst einmal wollen wir uns ein bisschen verorten, wo das ist. Und verorten meine ich tatsächlich im wortwörtlichen Sinne, wir gehen mal dorthin, wo er gewirkt hat. Das ist eine Innenaufnahme, tatsächlich aufgenommen im Gleimhaus in Halberstadt. Und hier oben sehen wir Gleim in einer Pose, wie sie ihn als Denker, als Dichter auch kennzeichnet. Freundlicherweise hatte sich jemand für dieses Foto auch in eine Kluft von Gleim gelegt. Das ist hier unten, um einen auch ein bisschen zu symbolisieren, wie er vielleicht damals gewirkt hat an seinem Schreibtisch in seinem Haus. Wo findet man das Ganze? Wer Halberstadt kennt, der Halberstädter Dom. Und direkt von uns aus gesehen, hier auf der Seite, hier hinten, ist das Gleimhaus. Daneben ist dann auch der Eingang zum Museum dort. Hier ist es noch mal ein bisschen näher aufgenommen, hier also der Dom und hier das Haus, in dem Gleim viele, viele Jahrzehnte gewohnt hat und gewirkt hat. Wir werden heute noch im Einzelnen sehen, was er dort getan hat, auch wenn seine Biografie heute nicht alleine im Mittelpunkt steht. Wir starten allerdings jetzt nicht mit der Geburt von Gleim, sondern gehen an sein Ende. Wir stellen uns jetzt vor, es ist der 18. Februar 1803. An diesem Tag, wahrscheinlich abends so gegen 18 Uhr, schließt der Dichterjurist für immer die Augen, hochbetagt in seinem Haus hier in Halberstadt. Vater Gleim, wie er auch genannt wird, ist vor allem, und deswegen hatte ich anfangs dieses Zitat gebracht, für seine Freundschaftskultur bekannt. Dieses eine Foto, was wir hier sehen konnten, er hatte auch immer seine Freunde porträtieren lassen, hat unglaublich viel Korrespondenz mit seinen Freunden gepflegt. Das Gleimhaus ist auch für die Freundschaftskultur tatsächlich ausgezeichnet und schmückt sich ein bisschen mit dem Namen, naja, eigentlich ist Gleim ja so etwas gewesen wie heutzutage der Erfinder von Facebook. Ja, also diejenigen, die so Facebook oder so etwas haben, tatsächlich Gleim ist im Grunde genommen, hat diese Idee schon vor vielen, vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten aufgegriffen. Jetzt springen wir zurück in die Zeit, wwo Gleim geboren wird und machen von dort aus einen kleinen Streifzug durch die nächsten Positionen. Es ist ein Sonntag, der 2. April 1719. In Ermsleben, das ist nicht allzu weit weg von Falkenstein, kommt Gleim zur Welt. Er ist eins von 8 Kindern eines Steuereinnehmers und einer Pfarrerstochter. Hat also nicht unbedingt jetzt einen klassischen juristischen Hintergrund. In den Jugendjahren hat er alle möglichen Flausen im Kopf. Es gibt beispielsweise auch im Gleimhaus, es gibt leider nicht allzu viele Biografien über Gleim, aber es gibt eine ganz kleine Biografie, die auch kurz nach seinem Tod entstanden ist, in dem ein naher Angehöriger auch ein bisschen so aus seiner Jugendzeit formuliert und war unter anderem auch jemand, der durchaus in seiner Jugendzeit Flausen im Kopf hatte. Was ist das überhaupt für eine Zeit damals gewesen, 1719, vor 300 Jahren? Oben an der Ostsee tobt seit einigen Jahren schon ein großer Krieg um die Vorherrschaft in der Ostsee, der große Nordische Krieg. In Russland lässt in diesem Jahr Zar Peter Alexander seine Geliebte hinrichten. Es geht wohl auch unter anderem um ein uneheliches Kind. In diesem Jahr 1719 verstirbt auch
Maria Sophia Schellhammer. Maria Sophia Schellhammer war zu der Zeit auch eine bekannte Autorin und Übersetzerin, die unter anderem dadurch bekannt gewesen ist, dass sie ein bekanntes Kochbuch veröffentlicht hat. Wir sind hier in Wernigerode und in Wernigerode ist ja auch das Baumkuchenhaus und mit Baumkuchen. Und in diesem Kochbuch findet sich offenbar das erste Mal auch ein richtiges Rezept für Baumkuchen. Und nicht nur dafür, sondern man wird dort auch fündig für Frikadellen, die 1719 in dem Kochbuch oder vorher schon in den vorherigen Auflagen dort schon auftauchen. Also das ist so die Zeit, in der Gleim zur Welt kommt. Jetzt wollen wir schon einen ersten Sprung mal in die Rechtsgeschichte wagen. Denn kurz nachdem Gleim zur Welt kommt, im April, erscheint etwa ein paar Wochen später in Großbritannien ein Buch eines etwa 60-jährigen Autors, Robinson Crusoe. Der Autor ist Daniel Defoe. Eigentlich heißt er Daniel Foe, aber mit einem D davor, klingt das etwas vornehmer. Und damals ist das mit dem Namen noch ein bisschen flexibler, sage ich mal. Und deswegen nennt er sich kurzerhand Daniel Defoe. Sein Roman Robinson Crusoe ist an eine tatsächliche Begebenheit angelegt. Es geht um einen, ich habe es mal mitgebracht, wie es am Anfang dort heißt. Es geht um das Leben und die seltsamen Abenteuer des Robinson Crusoe, eines Seemanns aus York, der 28 Jahre lang ganz allein auf einer unbewohnten Insel an der amerikanischen Küste nahe der Mündung des großen Orinoco-Stromes lebte, wohin er nach einem Schiffbruch, bei dem die ganze Besatzung außer ihm umkam, verschlagen wurde, nebst dem Bericht, wie er auf wunderbare Weise durch Seeräuber gerettet wurde. Das Buch beruht auf einer wahren Begebenheit. Es gab tatsächlich jemanden, der diesen Schiffbruch erlitten hat. Und Robinson Crusoe, der Roman dazu, schmückt das alles ein bisschen aus. Der im Original war er nicht 28 Jahre, die Spanne war wesentlich kürzer. Aber dieser Roman schmückt das alles aus. Der Roman ist ein Bestseller. Also verkauft sich ziemlich gut. Nicht unbedingt zugunsten von Daniel Defoe. Daniel Defoe, ich hatte schon gesagt, das ist sein erster Roman, den er schreibt. Er hat vorher andere Sachen geschrieben. Er ist so in den 60ern und das, was er vorher geschrieben hat, das hat die Obrigkeit nicht unbedingt gut aufgenommen. Das waren eher so aufrührerische Schriften. Daniel Defoe hat einige Zeit im Gefängnis verbracht, wurde auch an den Pranger gestellt. Und jetzt schreibt er etwas, er war auch finanziell auch ruiniert zwischenzeitlich. Und jetzt schreibt er diesen Roman. Und das wird ein richtiger Bestseller. Allerdings hat er nicht viel davon. Reich wird vor allen Dingen der Verleger. Und damit haben wir es schon ein bisschen jetzt mit einer ersten rechtlichen Sache zu tun, nämlich mit dem Urheberrecht. Ich habe Ihnen hier mal einen Auszug aus dem Urhebergesetz mitgebracht. Also bei uns ist das Urheberrecht im Urhebergesetz geregelt. Gleich in § 1 dieses Gesetzes heißt es, die Urheber von Werken, also wer Schutz genießt, die Urheber von Werken der Literatur, der Wissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes. Literatur, Wissenschaft und Kunst sind urheberrechtlich geschützt. Das hat heutzutage auch in der Praxis eine große Bedeutung. Also wenn Sie beispielsweise der Berliner Hauptbahnhof, da gab es vor einiger Zeit mal ein Problem, weil die ursprüngliche vom Architekten anvisierte Gestaltung nicht unbedingt so kompatibel war, dass sich das alles finanzieren ließ. Und dann hatte man sich gedacht, dann machen wir halt eine etwas schmucklosere, etwas einfachere Lösung und bauen den Bahnhof in Berlin, den Hauptstadtbahnhof, ein bisschen um. Aber das fand der Architekt damals gar nicht so lustig. Und dann haben die sich darum gestritten. Und da spielte das Urheberrecht beispielsweise auch eine Rolle. Also das Urheberrecht hat eine ganz, ganz
große Bandbreite, heutzutage Computerprogramme beispielsweise, sind auch urheberrechtlich geschützt. Zu Gleims Zeiten ist das Urheberrecht gerade mal im Entstehen. Es gab zwar vorher schon so etwas wie Privilegien für bestimmte Verwerter von urheberrechtlich geschützten oder von urheberrechtlichen Werken, aber erst mit dem sogenannten Statute of Anne, benannt nach Queen Anne, die damals gelebt hat, 1710, gab es das erste moderne Urheberrecht. Also das Urheberrecht ist auch schon, hat auch schon einige Tage auf dem Buckel von 1710. Damals ist das Urheberrecht so gestaltet gewesen in Großbritannien, dass es aber vorwiegend die Verwerter geschützt hat, nicht so sehr diejenigen, die diese urheberrechtlichen Werke selbst geschaffen haben. Also Daniel Defoe als Autor hatte gar nicht so viel davon. Der Verleger, der diese Publikationen ans Volk gebracht hat, ist im Grunde genommen derjenige gewesen, der sich daran wirklich eine goldene Nase verdient hat. Und diese Diskrepanz zwischen Urhebern einerseits, diejenigen, die Werke gestalten, und Verlegern andererseits, ist im Grunde genommen bis heute nicht wirklich aufgelöst. Es gibt, das haben wir gleich auch noch eine andere Beziehung dann zum Gleim, im Moment beispielsweise eine, ich will nicht, ja, vielleicht ist es sogar schon so etwas wie eine Bewegung, dass Autorinnen und Autoren heutzutage ihre Werke gar nicht mehr über klassische Verlage publizieren, sondern das in Eigenregie machen. Das Internet, die digitalen Möglichkeiten bieten heute viele Optionen, um Bücher selbst produzieren zu können. Gleim hat das möglicherweise damals schon geahnt. Er ist nämlich derjenige gewesen, der später seine eigenen Bücher im Eigenverlag rausgebracht hat, ohne sich einen anderen Verlag dazu zu nehmen. Heutzutage nennt man das Self-Publishing, selbst publizieren, Self-Publishing. Und Gleim war, ich hatte damals möglicherweise schon so das richtige Händchen so dafür, hat es damals tatsächlich schon in Eigenregie gemacht. Wenn wir zum Urheberrecht kommen, dann stellt sich für uns zunächst einmal die Frage, auch ich würde ganz gerne noch ganz kurz dabei bleiben, warum hat denn überhaupt jemand Rechte an einem Werk? Warum soll jemand, das ist ja unter dem Stichwort geistiges Eigentum, wird das auch diskutiert, warum hat jemand Rechte an einem Werk? Und da spielt schon etwas vor Gleim eine Entwicklung eine Rolle, wo das Stichwort ist Naturrecht. Naturrecht. Damals gab es große Philosophen, wie beispielsweise John Locke, oder ja, ein bisschen vor Gleim gelebt hat, oder auch Leibniz, die gesagt haben, es gibt so etwas wie ein Naturrecht, das bedeutet, Recht existiert unabhängig von einer bestimmten gesellschaftlichen, von einem bestimmten Gesellschaftsmodell, sondern es ist einfach von Natur aus da. Wenn ich also, das ist so eine Überlegung, ein Werk schaffe, dann gebührt mir von Natur aus ein bestimmtes Recht daran. Normalerweise in einer Vorlesung würde ich jetzt mal so fragen wollen, so Naturrecht, was halten Sie von so einer Idee? Bräuchten Sie gar nicht, ich kann das so, ich würde das dann so geben, bräuchten wir nicht unbedingt mit dem Mikro. Hätte jemand eine Idee dazu? Was halten Sie davon, dass es von Natur aus Recht gibt? Also gar nicht, das wäre der Gegensatz dazu, dass von einem Gesetzgeber, wie wir das ja auch sonst kennen, positiv tatsächlich Recht im Wege eines Gesetzgebungsverfahrens entsteht. Das Urhebergesetz beispielsweise ist dementsprechend entstanden. Sondern man sagt, es gibt ein übergeordnetes Recht von Natur aus. Das ist eine bekannte philosophische, rechtsphilosophische Entwicklung da gewesen. Was würden Sie dazu sagen? Ja? Ja? Sie würden das als positiv dann auch sehen. Ah, sie sagte, genau, wenn ich das richtig wiedergebe, also nicht jede Gesellschaftsordnung, es ist gut, weil nicht jede Gesellschaftsordnung, wenn es das gibt, weil nicht jede Gesellschaftsordnung kann sich das dann so zurechtlegen, wie es gerade passt. Ja?
Ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen, wenn wir uns heutzutage auch um aktuelle Fragen bemühen. Da spielt das Naturrecht ein, oder das Naturrecht könnte man in dem Zusammenhang auch wieder sehen. Ein Beispiel dazu. Wenn wir in unser Grundgesetz reingucken, da gibt es einen Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und etwas weiter heißt es dort, man bekennt sich zu Menschenrechten. Und jetzt kann man überlegen, ist so etwas wie die Würde des Menschen oder ist so etwas wie die Menschenrechte, ist das losgelöst von dem Grundgesetz existent als Naturrecht? Wird es vorausgesetzt, dass es das gibt? Oder ist es positives Recht? Positiv bedeutet halt im Wege des Gesetzgebungsverfahrens als entsprechend vom Gesetzgeber auf den Weg gebrachte Gesetz. Nun, es gibt tatsächlich einen Streit darum, inwiefern es jetzt im Grundgesetz bei diesem Artikel naturrechtliche Ideen mitschwingen. Der ursprüngliche Gesetzgeber, die Väter des Grundgesetzes, wir feiern ja gerade in diesem Jahr auch 70 Jahre Grundgesetz, deswegen passt das auch noch ganz wunderbar mit hinein, hatte diese naturrechtlichen Ideen nicht im Hinterkopf. Also wenn man das so liest, könnte man denken, da würde auch Naturrecht mit durchschwingen. Aber der Gesetzgeber hatte das damals eigentlich nicht im Hinterkopf, das zu machen. Heutzutage ist man auch von dem Naturrecht ein bisschen wieder weg. Aber diese Überlegungen, die gab es damals schon. Und sie haben vor allen Dingen das auf den Weg gebracht, dass es überhaupt so etwas gibt wie zum Beispiel ein Urheberrechtsgesetz, was heute noch aktuell ist. Über viele Jahre war es ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden, aber gerade im Zuge des Internets und der Digitalisierung ist es wieder richtig nach vorne getrieben worden. Und das Urheberrecht, es gibt spezialisierte Anwältinnen und Anwälte, die sich auf das Urheberrecht zum Beispiel konzentrieren und viele, viele Fragestellungen um das Thema diskutieren und zu lösen versuchen. Ein junger Vorsitzender einer politischen Nachwuchsorganisation hat kürzlich auch zum Beispiel die Verstaatlichung von größeren Unternehmen oder die Idee größerer Unternehmen mal ins Spiel gebracht. Wenn man so will, könnten dort tatsächlich auch, also man kann das echt auch wirklich rechtsphilosophisch mal unter die Lupe nehmen und auch kritisch diskutieren, ob beispielsweise dort so etwas wie naturrechtliche Ideen, Eigentum, wenn man es voraussetzt, unter dem Gesichtspunkt auch eine Rolle spielen. Damals bei den Naturrechtlern, John Locke und Leibniz, was ich so gesagt hatte, die hatten vor allen Dingen in dem Zusammenhang auch immer das Gemeinwohl mit im Blick. Das sind spannende Themen, die im Grunde genommen zeitlos sind. Das ist das Faszinierende auch an Geschichte, wie zeitlos Geschichte sein kann. Das wäre zum Thema Urheberrecht. Das ist genauso die Zeit, in der Gleim geboren wird. Wir kommen jetzt wieder zurück zu Gleim. Das ist aufgenommen, heute Morgen noch extra für Sie, tatsächlich am Gleimhaus zu 300 Jahren Gleim. Gleim verbringt dann seine Schulzeit unter anderem auch hier in Wenningerode. Hier geht er zur Schule und fängt dann später an, Jura zu studieren und macht das in Halle. Warum er Jura studiert, ist nicht so ganz klar. Überhaupt, es gibt viel Forschung zu Gleim als Dichter. Es gibt vergleichsweise wenig Forschung bislang zu Gleim als Jurist. Also das wäre auch noch mal spannend zu entdecken. Warum er Jura studiert, wahrscheinlich so, was heute viele umtreibt. Ja, Jura ist so ein Fall, da kann man alles, so ein Fach, da kann man alles Mögliche mitmachen. Damals war es natürlich auch noch so, da gab es nicht so viele verschiedene Studienfächer, wie es heute gibt. Das mag auch, und Jura gehört immer zu den klassischen Studienfächern, auch noch ein Grund dafür gewesen sein, warum Gleim dann in Halle das Jurastudium aufgenommen hat. Wenn er das auch getan hat, sein eigentliches Herz, seine Leidenschaft schlug immer für die Literatur. Vielleicht liegt es ja auch so ein bisschen daran, dass Juristinnen und Juristen auch oftmals so eine kreative Ader haben. Nur um zwei Beispiele einmal zu nennen. Salomon Frank ist auch so zu der Zeit, ein bisschen früher als Gleim, jemand gewesen, der auch Jurist war, aber unter anderem die Texte für Kantaten von Johann Sebastian Bach geschrieben hat.
oder ein anderer Name, Justus, auch schon ein klasse Name für einen Juristen, oder? Justus Klaproth, der etwa zur gleichen Zeit wie Gleim gelebt hat, war, man mag es kaum glauben, nicht nur Jurist, sondern auch Erfinder des Recyclingpapiers. Hat das auch vor 250 Jahren oder so etwas entwickelt. Also Gleim beginnt ein juristisches Studium in Halle. Halle ist damals eine der renommiertesten Universitäten. Mit großen Namen, Christian Wolff beispielsweise, ist eine Persönlichkeit, die damals unter anderem auch in Halle gewirkt hat, oder auch Christian Thomasius, damals ähnlich wie Leibniz auch, also gerade Christian Wolff, noch so ein Universalgelehrter, er hat nicht nur Jura gemacht, sondern hat gleichzeitig auch noch Philosophie gemacht und Mathematiker war er obendrein auch noch. Also das waren alles damals große Koryphäen, wo er dort studiert hat in Halle. Auch gerade Christian Thomasius, den müssen wir zeitlich ein bisschen vor Gleim verankern, ist der Wegbereiter der Frühaufklärung gewesen. Und in unserem Eingangs- oder in dem Titel zu dieser Veranstaltung heißt es ja auch 300 Jahre Gleim, der Dichterjurist und die Rechtsgeschichte im Zeitalter der Aufklärung. Jetzt müssen wir aufklären, was es eigentlich mit dieser Aufklärung denn auf sich zu tun hat. Das ist eine Bewegung, die das damalige Bild in vielen, vielen verschiedenen Hinsichten über den Haufen geworfen hat. Es gibt nicht mehr eine nur von Gott gegebene Ordnung, sondern die Aufklärung hat sich, oder alles nur noch, stellt nicht Traditionen in den Mittelpunkt, sondern die Aufklärung konzentriert sich darauf, dass man anfängt, ja mal selbstständig kritisch zu denken, den eigenen Verstand. Ein Begriff, der in dem Zusammenhang immer wieder genannt wird, ist Vernunft, die Vernunft in den Mittelpunkt zu stellen. Klammer auf, was auch immer man unter Vernunft verstehen mag, Klammer zu. Denn auch das, was man heute vielleicht tut, ist ja keineswegs immer vernünftig. Aber das ist damals halt einer der Leitpunkte gewesen, um sich zu fragen, ja, wie soll es eigentlich künftig aussehen, um es mal etwas salopp zu machen. Wir müssen uns stärker auf die Vernunft besinnen. Und dadurch hat sich die Aufklärung entwickelt. Und in alle möglichen Bereiche hinein hat das ausgestrahlt. Wir gucken jetzt, eben hatten wir das Urheberrecht, jetzt möchte ich Ihnen ein anderes Rechtsgebiet vorstellen, wo sich das beispielsweise auswirkt. Und das ist das Strafrecht. Das Strafrecht. Vielleicht verbindet man gerade so mit dem dunklen Mittelalter drakonische Strafen. Und das Strafrecht damals hat sicherlich nichts mehr mit dem zu tun, was wir heute darunter verstehen. Durch die Frühaufklärer, wie beispielsweise Thomasius, und die Vernunft, ein anderes Menschenbild, kommt man zunehmend dazu, auch das bisherige Strafrecht zu hinterfragen und zu schauen, ob es nicht ein humaneres Strafrecht geben kann. Es gab damals die Constitutio Criminalis Carolina, die peinliche Halsgerichtsordnung 1532, die auch zu Gleims Zeiten noch galt. Peinlich bedeutet in diesem Zusammenhang, der Begriff Pein ist abzuleiten von Schmerz. Er ist schmerzvoll. Man hat damals gesagt, wenn wir zum Beispiel jemanden haben und der oder diejenige ist einer Straftat angeklagt, dann hat man vor allen Dingen auf das Geständnis gesetzt. Das Geständnis war immer ein ganz wichtiger Punkt bei diesen Prozessen. Wie kriege ich das Geständnis raus, wenn jemand freiwillig gestehen möchte? Und das war halt durch die Folter, durch die Tortur, durch die damit verbundenen Schmerzen, durch die Pein. An einem Punkt lässt sich das beispielsweise festmachen, was man ja auch mit dem Mittelalter vor allen Dingen verbindet, aber das gab es auch noch zu Gleims Zeiten, tatsächlich die schon angesprochenen
Hexenprozesse, Hexenverfolgungen, die sich über mehrere Jahrhunderte erstreckt haben. Heutzutage gibt es ein bisschen, die Forschung ist sich nicht ganz einig darum. Ich habe kürzlich nochmal einen Bericht dazu hören können im Radio, wo es auch darum ging, also wie viele Opfer von der Inquisition und von Hexenprozessen gab es denn eigentlich wirklich? Ist es so hoch oder ist es möglicherweise niedriger anzusetzen? Da ist sich die Forschung noch ein bisschen uneins, aber was es auf jeden Fall gab, es gab diese Hexenprozesse. Auch noch zu Gleims Zeiten. Übrigens, wo wir hier im schönen Harz sind, sei noch einen anderen Juristen erinnert, der vor Gleim gelebt hat und interessanterweise auch in Halberstadt und sich sogar, im Grunde genommen ist er auch der Vorreiter von Gleim gewesen. Wir werden gleich noch sehen, Gleim war ja als Domsekretär tätig am Halberstädter Domstift. Und vorher gab es auch schon jemanden, nämlich einen Justus, auch alles wieder für die Juristen, Justus Oldekopp, einer von Gleims Vorgängern. Der hat sich auch schon im 17. Jahrhundert vor Gleim für ein humaneres Strafrecht eingesetzt und für einen ganz anderen Umgang mit sogenannten Hexen. Und hat sich in dem Zusammenhang auch gegen damals geltende und vorherrschende Rechtsauffassungen gestellt. Ich habe mal eine Sache rausgesucht. Es gab einen anderen bekannten Rechtswissenschaftler zu der Zeit, Benedikt Carpzov. Und der gilt als Begründer der Strafrechtswissenschaft heutzutage. Und dessen Credo lautete, der Staat müsse strafen, weil es Gottes Wille sei. Und er erhielt zum Beispiel auch Hexenflüge und geheime nächtliche Treffen zum Hexensabbat für reale Begegnungen. Und Justus Oldekopp hat sich damals dagegen gestellt, übrigens mit vollem Namen, das nicht anonymisiert gemacht, und hat gesagt, alles Possengeschwätz, davon stimmt überhaupt gar nichts. Also Echsenritte zum Brockenhoch oder ähnliche Dinge gibt es überhaupt gar nicht. Es war schon sehr, sehr früh, schon weit vor Gleim, und daran kann man einiges auch für das Recht erkennen. In rechtlichen Belangen, die Mühlen mahlen mitunter doch sehr, sehr langsam. Also bis es, wir werden im Laufe dieser Veranstaltung gleich noch einen anderen Fall sehen, wo dann tatsächlich die Folter auch abgeschafft wurde. Aber dazwischen besteht eine so lange Zeit, sind über Generationen hinweg, könnte man fast sagen. Also zu der Zeit, wo Gleim dann in Halle sein juristisches Studium aufnimmt, gibt es erste, schon vor Gleim, aber vor allen Dingen dort auch, erste eher liberale Stimmen an der Universität in Halle auch, die sich für ein humaneres Strafrecht einsetzen. Aber es wirkt sich nicht unmittelbar in der Rechtspraxis aus. Die Hexenprozesse gibt es auch noch weiterhin, auch noch nach Gleims Studium, als er schon später in der Praxis ist, gibt es deutschlandweit noch weitere Hexenprozesse. Für Wenningerode und die Grafschaft Wenningerode, ich habe das mal für den heutigen Tag versucht, mal herauszufinden, sind so um die 60 Prozesse, Pi mal Daumen, etwa bekannt. Das letzte vollstreckte Urteil, Todesurteil, ist aber weit vor Gleim und soll wohl von 1609 stammen. Also nicht jede Anklage oder nicht jeder Vorwurf, ein Hexer oder eine Hexe zu sein, führte dann auch letztlich dazu, dass es zu einem Todesurteil kam oder zu einer Verurteilung. Hier die Region überhaupt ist, was dieses Thema anbelangt, auch nicht ganz so stark. Es gibt aber hier in Wenningerode, glaube ich, sogar auch seit kurzem ein Denkmal auch dafür, also eine geschichtliche Aufarbeitung dazu. Also man hat das durchaus im Bewusstsein. Ich habe mir noch aufgeschrieben, genau 1775, Anna Maria Schwegelin
in Kempten im Allgäu der letzte Prozess, wobei das Urteil auch an der Stelle nicht mehr vollstreckt wurde. Das mit Hexen und Hexenprozesse mag man ja vielleicht noch als einen Umstand sehen, damals alles sehr gottesfürchtig und sich dagegen zu stellen, das war großer Frevel, aber es gab weitaus aus heutiger Zeit sicherlich geringere Vergehen, die auch dazu führten, und damit sind wir wieder beim Strafrecht und der Rechtsgeschichte der damaligen Zeit, die wieder dazu führten, möglicherweise mit dem Todesurteil bedroht zu werden. Der nächste Fall, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist aus Halberstadt. Wir sehen hier den Halberstädter, also das ist den Marktplatz Halberstadt. Hier vorne ist so eine Skulptur von Halberstadt. Das ist der Marktplatz. Hier hinten geht eine Straße rein, die heißt Hinter dem Richthause. Also das war damals der Platz, wo offenbar hingerichtet wurde. Und den Fall, den ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, betrifft Katharina Margareta Link. Jemand den Namen schon mal gehört? Katharina Margareta Link? Tatsächlich gibt es kaum Spuren zu ihr. In Halberstadt gibt es kein Gedenkort, wo an sie gedacht wird. Und auch anderswo gibt es keine Plakette oder sonst irgendetwas, wo an das Schicksal der Katharina Margareta Link erinnert wird. Kurz zur Biografie. Sie stammt aus ärmlichen Verhältnissen und wird schon sehr früh gewahr, dass sie eigentlich gar nicht als Frau leben möchte, sondern hat sich als Mann verkleidet und hat auch mit verschiedenen Hilfsmitteln, die damals bei ihrem Prozess auch eine Rolle spielten, um zu signalisieren, dass sie doch ein Mann sei, hat sie sich verschiedene Hilfsmittel gebaut, um als Mann leben zu können. Unter anderem beispielsweise, ohne zu sehr in Details hier zu gehen, ein Füllhorn, das sie mit sich trug, um dementsprechend auch die Notdurft verrichten zu können, wie ein Mann das tut. Denn sie hat als Mann leben und als Mann gelebt und war beispielsweise auch Soldatin über viele Jahre. Oder Soldat, müsste man eigentlich sagen. Wächst in ärmlichen Verhältnissen auf. Mit der Mutter geht es zusammen in ein Waisenhaus. Der Vater ist nicht bekannt. Sie macht dann eine Lehre als Knopfmacherin und nennt sich ab einem gewissen Zeitpunkt, sie tritt später unter verschiedenen Namen auf, Anastasius Langratius Rosenstengel. Rosenstengel. Unter dem Namen tritt sie auf. Oder tritt er auf? Und die Frage ist jetzt, warum tut sie das eigentlich? Aus einer solchen Distanz von heute lässt sich das natürlich nicht mehr richtig genau rekonstruieren. Eines ist jedenfalls sicher. Wenn man dem Militär, im Soldatenwesen dort früher unterkam, hatte man zumindest ein regelmäßiges Auskommen. Vielleicht war sie auch eine Figur, die auf Abenteuer aus war, das weiß man nicht. Oder warum sie letztlich auch diese Rolle als Mann angenommen hat. Wir haben im Moment auch eine Diskussion um ein neues oder die Reform eines Gesetzes für Personen, die sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen und in einer anderen geschlechtlichen Form leben möchten. Also diese Themen, die ziehen sich möglicherweise auch über die Jahrhunderte hindurch. Aber sie war damals jemand, die so als Soldatin gelebt hat, um Berufsmöglichkeiten, Verdienstquellen, aber auch vielleicht ihre Freiheit ausleben zu können. Sie hatte damals auch eine Geliebte, die hat sie geheiratet und die beiden sind öfter rumgezogen, sind auch mal in Münster gewesen beispielsweise, also sie dann halt als Mann. Und sind dann in Münster gewesen, zwischenzeitlich haben sich wieder getrennt, die Geliebte kam aus Halberstadt, ist wieder nach Halberstadt zurückgegangen und sie ist alleine rumgezogen.
Naja, wem das aber vor allem ein Dorn im Auge war, das war der Schwiegermutter. Die Schwiegermutter. Die konnte überhaupt nichts mit ihrem Schwiegersohn in Anführungszeichen anfangen. Es gibt ein schönes Buch einer Historikerin, das würde ich Ihnen auch, wenn Sie sich dafür noch interessieren, das möchte ich Ihnen schon mal hier nennen, Angela Steidele, ein Buch, das heißt In Männerkleidern. Da hat sie den Prozess, den es dann später um diese Frau gab, sehr interessant nachvollzogen und auch das eine oder andere an Anekdoten findet sich dort beispielsweise wieder. Beispiel, zu zeigen, dass sie ein Mann war. Die Schwiegermutter wollte es nicht glauben. Damals war man etwas ungenierter vielleicht noch, hat sie sich kurzerhand ihres Füllhorns bedient und der Schwiegermutter gezeigt, nein, ich bin doch ein Mann. Aber die wollte das nicht so richtig glauben. Und irgendwann einmal hat die Schwiegermutter mit anderen Personen sie zur Rede stellen, kann man gar nicht sagen. Es gab ein Handgemenge und in diesem Handgemenge wurde dann tatsächlich offensichtlich, ups, wir haben es gar nicht mit einem Mann zu tun, sondern wir haben es mit einer Frauenperson zu tun. Die Schwiegermutter hat daraufhin die Schwiegertochter, Schwiegersohn in Anführungszeichen, zur Anzeige gebracht, weil damals mit einer anderen Frau zusammenzuleben, hatte man unter dem Stichwort Sodomie gefasst. Und die Richter mussten dann entscheiden, haben wir es hier mit einem solchen Fall zu tun? Sie werden gar nicht glauben, was dabei rausgekommen ist. Man tat sich wirklich schwer, auch heute noch, auch diese Themen, es ist ja alles heute auch noch ein Thema, auch mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften beispielsweise, Ehe für alle, was wir jetzt seit einiger Zeit haben. Damals hochbrisant. Die Richter haben allerdings in dem Prozess gesagt, nein, ist zumindest nicht so verwerflich, dass man dafür den Tod in Kauf nehmen müsste, sondern man solle sie für immer wegstecken und das soll dann auch reichen. Die Schwiegermutter hat übrigens ihre eigene Tochter auch noch, die hat auch noch rechtlich dafür etwas einstecken müssen, kam auch noch einige Zeit aus dem Verkehr. Aber für Katharina Margareta Link, die Richter waren sich uneins. Das Ganze ist dann in Halberstadt ist es prozessiert worden und dann ist es noch weitergegangen und in eine andere Instanz. Und die haben auch gesagt, alles nicht ganz so dramatisch, wie man das so darstellt. Und dann gab es den Preußenkönig, Friedrich Wilhelm I. Und er hat mit harter Hand regiert. Und bei ihm am Schreibtisch, das ist tatsächlich ein unglaubliches Arbeitstier, muss er gewesen sein, und bei ihm am Schreibtisch ist dann tatsächlich dieser Fall auch einmal gelandet. Und das eigentliche Urteil, was die Richter hatten, hat er abgewandelt und hat daraus ein Todesurteil gemacht. Also der preußische König hat in dieses Verfahren dann, als es bei ihm landete, so weit eingerichtet, dass er eigentlich sich über das, was die Richter vorher entschieden hatten, muss weggesperrt werden, aber kein Todesurteil, hat er umgewandelt und ist ein Todesurteil daraus geworden. Und sie ist dann im Jahre 1721, also Gleims zu der Zeit ja auch schon geboren, tatsächlich zu Gleims Lebzeiten, 1721 hier auf dem Marktplatz in Halberstadt hingerichtet worden. Das ist der Fall der Katharina Margareta Link. Wahrscheinlich der letzte Fall, wo jemand wegen Unzucht mit einer anderen Frau hingerichtet wurde. Heutzutage, wie gesagt, erinnert gar nichts an dieses Verfahren, rechtsgeschichtlich, aber durchaus interessant. Jetzt schaue ich einmal da oben auf die Uhr und das, was ich hier noch sagen wollte. Das ist eigentlich ein ganz wunderbarer Punkt, an diesem jetzt gleich eine kleine Pause zu machen, denn wir haben den Preußenkönig schon kennengelernt. Und der Preußenkönig, oder vielmehr gleich der Sohnemann,
wird uns in der zweiten Hälfte dieser Veranstaltung auch noch einmal begegnen. Und dann werden wir mal schauen, was es mit der Weiterentwicklung unter anderem der Folter auf sich hat. Ich wünsche Ihnen jetzt eine schöne Pause und bis gleich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil der Veranstaltung. Wir hatten uns im ersten Teil schon ein bisschen um Gleim selbst kümmern können, ein bisschen in seine Biografie reinschauen können. Wir haben auch in dem Zusammenhang schon so ein paar Eckpunkte von Rechtsentwicklungen gesehen. Wir hatten uns mit dem Urheberrecht beispielsweise beschäftigt. Wir hatten auch uns mit dem Strafrecht beschäftigt, auch an der einen oder anderen Stelle immer wieder Bezüge auch hier in die Region hineingegeben, unternommen, was es auch hier alles gibt. Also wenn man da erstmal anfangen würde. Also ich bin ja, das hatte ich schon an einer anderen Stelle schon einmal gesagt, vielleicht für diejenigen, die in einer anderen Generation der Hochschule schon mal dabei waren, kennen das jetzt, ansonsten die noch nicht dabei waren. Als ich hier nach Halberstadt kam, das ist vor 10,5 Jahren gewesen, 10,5 Jahre schon an der Hochschule Harz, da war ich wirklich baff. Gerade für Juristen, was es ja alles an Möglichkeiten gibt, in Halberstadt, aber überhaupt in der gesamten Revengerode, der gesamten Harzregion. Also ich erinnere beispielsweise nur an den Halberstädter Dom, den wir auch schon einmal gesehen haben auf einem Bild. Und im Halberstädter Dom liegt, zumindest sagt die Geschichtsschreibung das so, möglicherweise der erste deutsche Juraprofessor, jemand aus dem Mittelalter von Bologna aus. Bologna war damals eine der großen Rechtsschulen, wo das Recht im Grunde genommen, unser modernes Recht, so ein bisschen so die Fußstapfen kam. Und da gab es einen Professor, dessen Spur sich in Bologna irgendwann verliert, und in Halberstadt taucht dann eine Person wieder auf, die ziemlich von den Kenntnissen her damit personenidentisch sein könnte. In Halberstadt ist er bekannt als Johannes Zemicke und in Bologna war er bekannt als Johannes Teutonicus. Möglicherweise, also der große Kirchenrechtler, es gibt tatsächlich im Halberstädter Dom auch einen Gedächtnisgrabstein, der auf diese Person hinweist und ist dort so als Johannes Zemicke bekannt, aber möglicherweise personenidentisch mit Johannes Teutonicus aus Bologna. Wäre mal ein schönes Forschungsprojekt, auch um mal die Kontakte zur Universität Bologna aufzugreifen. Oder auch die Region, ich weiß nicht, ob jemand auch Kontakte nach Magdeburg beispielsweise hat, das ist auch immer ein schönes Beispiel, was ich nenne. Ich habe es letzte Woche schon in der Generationenhochschule auch gesagt, von Magdeburg ausgehend, auch im Mittelalter, das Magdeburger Stadtrecht, was nicht zu verwechseln ist mit dem Sachsenspiegel, das ist nochmal wieder was anderes, aber das Magdeburger Stadtrecht, was von Magdeburg aus sich vor allen Dingen in Osteuropa weit verbreitet hat, bis ins Baltikum hinauf. Und ich hatte mir mal sagen lassen, es soll tatsächlich auch in der Ukraine ein Gedenkstein geben für das Magdeburger Stadtrecht. Und ich hatte schon darauf hingewiesen, das gibt es zumindest meines Wissens nach bislang nicht einmal in Magdeburg. Also das Magdeburger Stadtrecht, wirklich große Rechtsentwicklung, auch für europäisch, gerade im östlichen Raum hinein. Und natürlich auch die in dieser Region entstanden, Burg Falkenstein, der Sachsenspiegel, nochmal wieder das andere, auch eines der bekanntesten mittelalterlichen Rechtsbücher. Selbst später das Reichsgericht hat sich noch in einer Entscheidung mal auf den Sachsenspiegel, hat aber auch Bezug genommen. Also wenn Sie die Burg Falkenstein besuchen, da gibt es auch eine schöne Ausstellung zum Sachsenspiegel. Man schreibt es ja Eike von Repgow zu. Eike von Repgow selbst war aber gar kein Jurist. Wie kann jemand eigentlich, der so nicht Jurist ist, so etwas machen? Wie kommt man dazu? Da kommt möglicherweise, das sind alles nur Spekulationen, vielleicht Johannes Teutonicus wieder ins Spiel. Da gibt es vielleicht eine Verbindung, weil es so etwa so die gleiche Lebensspanne ist. Und das ist alles in dieser Region hier entstanden. Also der Harz bietet wirklich so viel. Ich bin immer wieder überrascht, wenn man erstmal irgendwo anfängt, so ein bisschen nachzugucken. Gerade jetzt beispielsweise auch der letzte Fall, den wir eben vor der Pause gesehen hatten, mit der Frau in Männerkleidern. Wenn man da einfach anfängt, da mal nachzugucken, wie viele neue Themen sich dort überall eröffnen. Und genau da möchte ich auch einsteigen. Wir hatten vor der Pause Friedrich Wilhelm kennengelernt, der ein Todesurteil noch, also ein Urteil abgewandelt hat und daraus ein Todesurteil gemacht hat.
Und jetzt möchte ich Ihnen davon ausgehend einen weiteren Fall vorstellen oder eine weitere Begebenheit vorstellen, die auch sehr interessant ist eigentlich für das Thema, das uns heute beschäftigt, nämlich die Rechtsgeschichte im Zeitalter der Aufklärung. Dazu gehen wir zu einem bekannten Bild. Das ist jetzt, ich habe fast alle Aufnahmen sind von mir. Das ist jetzt mal eine Aufnahme, die nicht von mir ist. Die habe ich wirklich der Wikipedia entnommen. Friedrich Wilhelm II., auch bekannt als der Große, als Preußenkönig. Was hat es mit dem auf sich? Nun, wir schreiben das Jahr 1730, sind also noch die Jugendjahre Gleims. Friedrich Wilhelm ist damals auch noch keine 20 und er hat salopp formuliert Stress mit dem Vater. Und zwar richtig Stress mit dem Vater. Das geht so weit, dass er beschließt, mit einem Freund zusammen zu fliehen, sich der Entziehungsgewalt seines Vaters zu entziehen. Das machen die beiden auch. Hauen ab und werden aufgegriffen. Der Vater ist nicht nur überaus strebsam, also arbeitsam, muss wirklich wie ein Unglaublicher immer gearbeitet haben, aber auch jemand, der wirklich weiß, dass man mit harter Hand regieren und erziehen kann. Also die beiden werden aufgegriffen auf ihrer Flucht nach Frankreich und werden erst einmal festgesetzt, kommen in Haft. Den beiden wird der Prozess gemacht, dem Sohnemann und seinem Freund, und unter anderem wegen Fahnenflucht. Fahnenflucht ist kein Kavaliersdelikt. Ist kein Kavaliersdelikt und werden zum Tode verurteilt. Der Vater wandelt das Urteil gegen den Sohn ab, zwingt den Sohn aber, bei der Hinrichtung seines Freundes dabei zu sein. Er ist eher so, ja, der Große, also eher so später auch durchaus den Künsten zugetan. Das war der Vater alles überhaupt nicht. Der Vater hat übrigens auch, wenn er geschrieben hat, mehr so nach der Lautschrift geschrieben, also so, wie es ihm gerade so in den Sinn kam. War für solche Dinge nicht zu haben, als wirklich mit harter Hand regiert und hat den Sohn gezwungen, bei der Hinrichtung seines Freundes dabei zu sein. Das mag später, wir schreiben jetzt das Jahr 1740, der Vater stirbt und der Sohnemann kommt jetzt übernimmt jetzt das Zepter. Und eine seiner ersten Handlungen als neuer preußischer König ist es, die Folter abzuschaffen. Die war nämlich bis dahin, wir hatten das vorhin schon gesehen, gerade auch um Geständnisse zu erzwingen, eines der wesentlichen Instrumente. Und er sagt jetzt, bei mir in Preußen gibt es das nicht mehr. Ich schaffe die Folter ab. Klammer auf, viele Juristen fanden das total doof, fanden das gar nicht gut mit der Abschaffung der Folter, weil dann kamen sie nicht mal an die Geständnisse ran, die sie ja eigentlich dann brauchten. Und deswegen wurde diese Abschaffung der Folter auch durchaus unterlaufen. Und es gab halt auch diese Probleme damit, wie wollen wir denn dann sonst Gerichtsverfahren führen, wenn wir kein Geständnis mehr haben und so etwas. Aber er hat im Grunde genommen schon die Richtung aufgezeigt, auch wenn das, es gab für einige wenige Delikte, Hochverrat, Mord, gab es auch noch weiterhin, war die Folter noch möglich, aber ansonsten wollte er die Folter nicht mehr, hat sie abgeschafft. Das ist in der Praxis nicht ganz konsequent immer umgesetzt worden, aber er hat auf jeden Fall schon, und das ist ein großer Meilenstein letztlich auch wieder der Rechtsgeschichte gewesen, er hat auf jeden Fall schon, war als Wegbereiter dorthin, jemand, der hier eine neue Ära im Grunde genommen eingeleitet hat. Woher kommt das? Möglicherweise tatsächlich aus seinen persönlichen Erfahrungen heraus. Und wie er noch bei der Hinrichtung seines Freundes dabei sein musste. Okay, jetzt vielleicht noch eine kleine Anekdote auch zu ihm. Hat aber beispielsweise keine Hemmungen, als es mal eine etwas negative Berichterstattung gab.
in einer Zeitung den Zeitungsverleger durch Schlägertrupps auf offener Straße kurzerhand zusammenschlagen zu lassen. Ja, man ist da doch irgendwie noch so in seiner Zeit dran drin. Aber durch die Abschaffung der Folter hat er da war ein wichtiger Wegbereiter. Ich versuche ja immer wieder so ein bisschen auch den Bezug dazu Gleim herzustellen. Das, was wir bislang kennengelernt haben, ist vor allen Dingen in Gleims Jugendjahren, in Gleims Studienjahren. Als er dann mit dem Studium fertig ist, beginnt er eine Karriere, zunächst in Berlin unter anderem. Dort wird er Hauslehrer oder Sekretär, ist in Potsdam auch eine Zeit lang beschäftigt. Und dann 1747, das ist in diesem Zusammenhang ein wahrscheinlich für Gleim sehr wichtiges Jahr gewesen, kommt er dann nach Halberstadt und wird in Halberstadt Sekretär des Domstifts. Das wird er für die nächsten 50 Jahre bleiben. 50 Jahre, kann sich heute kaum jemand mehr vorstellen. Also ich überlege, wie viele unterschiedliche Jobs ich schon hatte. Er bleibt dann sehr, sehr konsequent bei diesem Job und bleibt das für die nächsten 50 Jahre als Sekretär des Domstifts. In der Ankündigung kam es schon, dass es vor einiger Zeit dieses Projekt auch gab mit den Glücksorten im Harz. Und tatsächlich bin ich eigentlich gar nicht über die Rechtsgeschichte jetzt zu Gleim gekommen, sondern als ich mich mit den Glücksthemen beschäftigt hatte, fiel mir auch Gleim auf, weil es von ihm auch ein schönes Zitat gibt. Da gehe ich hinterher noch drauf ein. Und da habe ich mich gefragt, ist eigentlich so jemand wie Gleim dann auch in Halberstadt glücklich? Und da bin ich auf eine Sache von ihm gestoßen, wie er eigentlich nach Halberstadt gekommen ist. Man habe ihn, und jetzt Zitat, ohne Ansuchen und Vorwissen in Halberstadt vorgeschlagen und es endlich dorthin gebracht, dass er, Gleim, durch die Mehrheit der Stimmen erwählt worden sei. Für ihn, jetzt wieder ein Zitat, ist es nur ein mittelmäßiges Glück. Und weiter heißt es dann, das undankbare Berlin wirft mich dennoch aus seinem Schoße. Ist es nicht wunderlich in der Welt, wie eitel sind unsere Wünsche und wie vergebens ist unsere Hoffnung? Also der Start in Halberstadt war für ihn möglicherweise gar nicht so ganz so glücklich, aber dass er da für 50 Jahre dann geblieben ist und ich glaube, er hat sich da wohl wohlgefühlt, denn dann konnte er sich ja seiner eigentlichen Leidenschaft, nämlich der schönen Literatur, der Dichtung. Er war damals selbst ein bekannter Dichter, der durch eigene Veröffentlichungen auch bekannt geworden ist, sich hervortun. Nebenbei hat er seinen Job gemacht als Domsekretär, wahrscheinlich auch in den Räumlichkeiten, wo jetzt die Hochschule Harz, der Fachbereich Verwaltungswissenschaften mit der Dompropstei dort untergebracht ist. Also hier schließen sich auch sehr, sehr interessante Kreise. Und seine Aufgabe als Domsekretär war es unter anderem, die Korrespondenz für die Domherren zu führen, für den Domstift zu führen. Die Kirche damals hatte viele Pachtverträge. Er hat sich also auch um die Verträge gekümmert, was man heute modern vielleicht Vertragsmanagement nennen würde. Damit war er auch befasst, wenn sich die Domherren zusammengefunden hatte, hat er als Domsekretär die entsprechenden Protokolle geführt. Das war also sein Brot- und Buttergeschäft und hat nebenbei halt sich auch vor allen Dingen der Freundschaftskultur weiterhin verbunden gefühlt. Gleim ist damit, und das passt auch wieder zur Hochschule Harz, ist damit Verwaltungsjurist eigentlich, ein Vorläufer eines Verwaltungsjuristen gewesen, wie wir das ja uns da bei uns in Halberstadt auch im Fachbereich Verwaltungswissenschaften studieren. Ja, wollte ich noch was sagen? Ach ja, genau, das ist vielleicht auch noch bekannt, ist der vor allen Dingen für seine drei großen Bs. Und zwar sind das einmal, er hat ja sich mit Büchern beschäftigt, Bücher. Das andere, er hat alle seine Freunde, oder viele von seinen Freunden porträtieren lassen, Bilder. Und ein unglaublich korrespondiver Mensch, hat ganz, ganz viel geschrieben, Briefe. Das sind die drei großen Bs, mit denen man mit Gleim verbindet. Und
auch der sogenannte Freundschaftstempel in Halberstadt. Also wer noch nicht da gewesen ist, unbedingt mal hingehen. Vor einigen Moment gibt es wirklich eine sehr, sehr interessante, auch mit der Hochschule Harz, eine interessante Installation, so mit sprechenden Ausstellungsstücken und so etwas. Das ist wirklich, wirklich interessant. Darum war in der literarischen Szene. Es gab auch eine Gruppe, die sich zusammengefunden hat, war sehr aktiv und hat dort wirklich sein Leben in Halberstadt verbracht. Und das würde ich mal denken, am Ende des Tages doch sehr glücklich dort gewesen. Wir kommen jetzt wieder auf unser eigentliches Thema, nämlich die Rechtsgeschichte wieder zu sprechen. Was ist in dieser Zeit passiert? 1747 fängt Gleim in Halberstadt an. Ein Jahr später, 1748, wo wir gerade bei Gleim sind und seinen Büchern, ein Jahr später, 1748, erscheint ein Buch, das bahnbrechend wird. Vom Geist der Gesetze. Vom Geist der Gesetze von Montesquieu. Baron de Montesquieu. Was macht dieses Buch so bahnbrechend, 1748? Montesquieu hat ein Werk vorgelegt, in dem er sich damit beschäftigt, wie das denn eigentlich um Demokratie steht, um Monarchie steht und Despotie, Despoten. Und hat diese unterschiedlichen Formen mal auseinandergenommen und hat daraus etwas entwickelt. Das ist wohl nicht von ihm alleine, also er hat das mal schön zusammengefasst, aber diese Ideen gab es vorher auch schon. Aber er hat dieses Buch zusammengefasst und hat etwas auf den Weg gebracht, was bis heute unseren Alltag stützt, die Gewaltenteilung. Wir sind jetzt also vom Urheberrecht über das Strafrecht, landen wir jetzt bei der Gewaltenteilung überhaupt, wie die Ordnung aufgebaut ist. Wir kennen ja die Unterscheidung, vor allen Dingen drei Gewalten. Wir haben einmal die Legislative, die rechtsetzende Gewalt, die Exekutive, die ausführende Gewalt und letztlich noch die Judikative. Die Judikative, die das halt dann gegebenenfalls im Rahmen des Richterlichen überprüft. Und das hat er 1748 mit seinem Buch auf den Weg gebracht. Ein ganz wichtiges Werk, was auch schon Vorbote ist für das, was 50 Jahre später, wir sind noch nicht mal bei der Französischen Revolution, aber dann später bei der Französischen Revolution natürlich auch wieder eine große Bedeutung bekommen wird. Aber damals, 1748, wurde eigentlich der Grundstein für das gelegt, was wir heute moderne Verfassungsdemokratien nennen würden. Genau diese Unterscheidung zwischen der Gewaltenteilung. Die Überlegung dahinter ist, es soll nicht zu Machtmissbrauch kommen, es soll nicht zu Korruption kommen. Klammer auf, ob das alles so funktioniert, sei mal dahingestellt, Klammer zu. Aber das ist jedenfalls die grundsätzliche Idee unter anderem dahinter. Wir gehen ein bisschen weiter, 1748, jetzt kommt 1749, da kann man nicht drauf verzichten, wenn man sich um Literatur, wenn man sich um Gleim, wenn man sich um Dichterjuristen bemüht. 1749 wird Johann Wolfgang von Goethe geboren. Auch jemand, der sich später ganz bitterlich zum Beispiel über Raubdrucke und das Urheberrecht beschwert hat. Viele seiner Werke sind halt auch Opfer gewesen von Raubdrucken. Und Goethe war auch jemand, der sich damit natürlich, wie andere Autorinnen und Autoren, gar nicht einverstanden erklären konnte. Nochmal zwei Jahre später, 1751, für diejenigen, die vielleicht letzte Woche schon dabei waren, bei der Generation Hochschule und aktuell. Da hatten wir einen kleinen Streifzug gemacht von Canterbury nach Rom und waren unter anderem in Frankreich, im Südosten Frankreichs, in Langres gelandet. Das ist eine Stadt, die mit Denis Diderot verbunden ist. Denis Diderot, also direkt am Marktplatz auch, eine große Statue von Denis Diderot. Ich hatte es letzte Woche schon gesagt, ist so etwas gewesen wie der Erfinder der modernen Wikipedia. Mit einem Freund zusammen hat er damals eine große Enzyklopädie auf den Weg gebracht und hat das gesamte damalige Wissen versucht zusammenzubringen. Ein Mammutwerk mit zigtausenden von Artikeln, also wirklich so etwas wie eine ältere Wikipedia, die er zusammen mit vielen anderen Autoren verfasst hat. Und 1751 erscheint das erste Werk, der erste Band aus dieser großen Enzyklopädie. Das wird 20 Jahre dauern, bis die dann mal irgendwann fertig ist. Und 1751 erscheint der erste Band. Wird gleich auf dem Index der verbotenen Bücher
erstmal verbannt, weil die Kirche damals mit solchen frevelerischen Sachen überhaupt nichts anfangen konnte. Und ja, Diderot und seine Leute haben auch kein einfaches Leben, aber gehabt, also sie hatten auch im Gefängnis gewesen. Das ist auch genau so diese Zeit. Bei der Vorbereitung auf diese Veranstaltung, ich finde immer sehr, sehr spannend, was gibt es auch so an so Besonderheiten manchmal, so hinter die Kulissen zu gucken, womit beschäftigen sich. Eine Sache ist mir aufgefallen, die habe ich leider nicht mehr verifizieren können, das werde ich aber nochmal nachholen, das interessiert mich wirklich. In Portugal soll zu der Zeit beispielsweise auch eine Verordnung in Kraft getreten sein, die das Anbringen von Stierhörnern an Häusern gehörnter Ehemänner verboten hat. Also das wäre mal etwas für eine rechtsgeschichtliche Bachelorarbeit, ob das denn so stimmt, ob es tatsächlich diese Verordnung gegen das Anbringen von Stierhörnern an Häusern, der gehörnte Ehemann, also bekommen solche Begriffe auch heutzutage. Ist ja auch immer sehr spannend zu sehen, was wir in der Alltagssprache kennen, ja, ein gehörnter Ehemann, möglicherweise hat das ja wirklich mit diesen Stierhörnern zu tun. Wäre mehr herauszufinden, habe ich aber leider für heute nicht mehr prüfen können. Aber im Rahmen der Generationenhochschule, vielleicht ist das für Ihr Selbststudium da nochmal interessant. Jetzt gehen wir noch ein Stückchen weiter. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1762. Da gibt es unter anderem jemand in England. Ich hatte vorhin schon was von Frikadellen gesagt. Wenn man sich so auch mit solchen Sachen beschäftigt, da gibt es jemanden in England, der ganz, ganz viel Karten spielt den ganzen Tag lang und sich dann dabei auch verpflegen möchte. Und man legt ihm belegte Brote vor, und zwar dem Earl of Sandwich. Und da ist das Sandwichbrot entstanden. Aber das ist gar nicht das Maßgebliche, weshalb ich Ihnen 1662 vorstellen möchte, sondern neben vom Geist der Gesetze, Montesquieu, das eine Buch, was ich Ihnen genannt hatte, kommt jetzt ein zweites Buch ins Spiel. Wir haben vor einiger Zeit bei uns an der Hochschule Harz dazu auch ein kleines Projekt mal machen können zum 300. Geburtstag von Jean-Jacques Rousseau. Auch ein unglaublicher Typ muss das gewesen sein. Hat mit seiner Geliebten mehrere Kinder, aber die gibt er ins Waisenhaus, wird als Pädagoge bekannt, weil er ein großes pädagogisches Werk auch schreibt, dass er seine Kinder damals ins Waisenhaus gibt, ist aber gar nicht so ungewöhnlich, das hat man früher wohl viel gemacht. Und Jean-Jacques Rousseau ist ein Tausendsasser, also der beschäftigt sich mit allen möglichen Dingen, verleidet sich aber auch mit vielen Leuten, also ist wohl kein ganz umgänglicher, gerade so am Ende seines Lebens, kein ganz umgänglicher Typ gewesen. Und er bringt 1762 auch ein wichtiges Werk auf den Tisch, nämlich vom Gesellschaftsvertrag. Also wie vom Gesellschaftsvertrag. Und das ist der Vorläufer gewesen, im Grunde genommen der gedankliche Vorläufer von dem, was später die Französische Revolution 1789 dann geprägt hatte. Also wir sind jetzt in den 1760er Jahren und es dauert dann bis zur Französischen Revolution doch nochmal einige Zeit, bis sich das dann dort niederschlägt. Also dieses Buch macht wirklich Karriere, wird auch, was heißt Karriere nicht, also eigentlich wird es ja sofort verboten von den Offiziellen wieder, die davon gar nichts wissen wollen, aber unter dem Ladentisch wird es trotzdem ein richtiger bekommt es eine sehr, sehr große Bedeutung und die darin entstandenen Gedanken verbreiten sich doch in Windeseile. Rousseau fragt sich, was ist eigentlich die Grundlage politischer Macht? Was ist eigentlich die Grundlage politischer Macht? Sicherlich nicht, das, was es vorher alles gab, absolute Herrscher, die das irgendwie Gottes Gnadentum von Gott gegeben dort sind. Sondern letztlich ist es ein am Gemeinwohl orientierter Wille des Volkes. Kritisch. Denn das kann man sowohl als die Grundlage, eine weitere Grundlage der Demokratie sehen. Aber Rousseau ist später in späteren Jahren auch dafür missbraucht worden, dass man nämlich einfach sagt, dann bestimmen wir einfach, was der Wille des Volkes ist und geben das dann vor. Und deswegen
könnte Rousseau auch zum Beispiel für totalitäre Staaten, je nachdem, wie man ihn liest, kann man das in die eine Richtung lesen oder auch in die andere Richtung lesen. Aber dieses Buch hat auch neben Montesquieu vom Geist der Gesetze einen großen, großen Einfluss gehabt auf die Rechtsgeschichte auch und den weiteren Verlauf. 1762. 1765, Goethe nimmt jetzt sein Studium auf, fängt auch an, Jura zu studieren. Und jetzt kommen so in dem Laufe der nächsten Jahre, blicken einige andere Größen das Licht der Welt, die später auch die Rechtsgeschichte weiter maßgeblich beeinflussen werden. Also beispielsweise 1772 jemand, Thibaut heißt er. 1775 von Feuerbach, ist auch ein wichtiger juristischer Name in dem Zusammenhang, von Feuerbach, Anselm Ritter von Feuerbach, kleiner Exkurs vielleicht an der Stelle. Anselm Ritter von Feuerbach ist ja nicht nur ein bekannter Jurist gewesen, sondern auch als Vormund für Kaspar Hauser, das berühmte Findelkind, ja, von dem man nicht genau weiß, wo er herkommt, wer er wirklich gewesen ist. Und Anselm Ritter von Feuerbach hat sich beispielsweise auch Kaspar Hauser angenommen. Das ist auch so diese Zeit, in dem das in etwas spielt. Ein anderer großer Jurist war von Savigny, Thibaut, den ich eingangs genannt hatte, und von Savigny, die werden sich, sind jetzt noch ganz klein, die werden sich später mal kräftig miteinander fetzen, wie es denn so um die Weiterentwicklung des Rechts geht. Da haben die durchaus unterschiedliche Vorstellungen. Das waren damals so die Persönlichkeiten, die es da reingebracht hat. Und jetzt gehen wir schon so langsam in die 1780er Jahre hinein, vor allen Dingen halt 1789. Es gibt jetzt noch zwei große zur Lebenszeit von Gleim. Zur Lebenszeit von Gleim gibt es jetzt nochmal so zwei große Ereignisse, die die Rechtsgeschichte auch ganz nachhaltig geprägt haben. 1789 vor allen Dingen erst einmal der Sturm auf die Bastille und der Ausbruch der Französischen Revolution. Ausbruch der Französischen Revolution. Im gleichen Jahr, 1789, entsteht auch die Deklaration der Menschenrechte. Die französische Nationalversammlung gibt sich die Menschenrechte. Ich habe jetzt hier mal, das ist aus einem juristischen, Wörterbuch heraus, mal den Begriff der Menschenrechte, also Rechte, die jedem Menschen unabhängig von seiner Stellung zukommen, bereits dadurch zustehen, dass er als Mensch geboren ist. Wir hatten ja eingangs auch schon so ein bisschen gesehen mit den Menschenrechten und Naturrecht, ob sich das da möglicherweise widerspiegelt. Ist das etwas, was man positiv als Recht setzt, dass jemand Menschenrechte hat? Oder ist das etwas, das man von Natur aus als vorgegeben ansieht? Etwas, worüber sich Juristen ganz trefflich streiten können und sich auch in der Vergangenheit ordentlich gestritten haben. Man kann das so sehen oder kann das so sehen. Bei uns jedenfalls im Grundgesetz, die ursprünglichen die Väter des Grundgesetzes hatten das Naturrecht jetzt nicht explizit im Blick, das ist vielleicht später so ein bisschen reingekommen. Aber die Menschenrechte damals, 1789, im Zuge der Französischen Revolution, hat man dort erklärt. Was man daraus gemacht hat, mit der Terrorherrschaft, die es dann auch später gab, auch das hatten wir letzte Woche schon kurz gesehen mit Robespierre aus Arras, der im Grunde genommen dort eine Terrorherrschaft dann etabliert hat und das Ganze, obwohl er ursprünglich mal als Anwalt ein Gegner der Todesstrafe war, hinterher sich vehement dafür eingesetzt hat. Übrigens Robespierre hat sich auch immer sehr, sehr stark auf Rousseau bezogen, das war einer seiner großen Vorbilder, aber daran kann man auch sehen, wie politische Ideen oder wie Gedankenkonstrukte sowohl in die eine Seite interpretiert werden können, als auch in die andere Seite. Was die Menschen daraus letztlich machen, steht immer auf einem ganz anderen Blatt. Das ist jedenfalls ein großer Punkt dort gewesen mit dem Sturm auf die Bastille und die Erklärung der Menschenrechte. Auch das haben wir heute noch. Jetzt denke ich wieder an Europa. Die Europäische Menschenrechtskonvention beispielsweise, über die auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wacht. Das sind alles Dinge, die genau in dieser Zeit entstanden sind. Genau zur Lebenszeit Gleim. Also unglaublich, in seinen knapp über 80 Jahren, was sich dort angefangen vom Urheberrecht über Hexenprozesse bis hinterher zur Erklärung der Menschenrechte, was für eine große Bandbreite sich dort an rechtlichen Entwicklungen auftut. Wir kommen jetzt langsam tatsächlich auch zum Ende der Veranstaltung, aber nicht ohne Ihnen noch eine letzte
Entwicklung mit auf den Weg zu geben. Und zwar, ich hatte schon gesagt, zu der Zeit, wo wir uns jetzt befinden, also in den 1770er Jahren, da werden andere neue Rüsten, eine neue Rüstengeneration wächst so langsam heran, die werden dort geboren und Thibaut von Savigny, das sind zwei Namen in dem Zusammenhang. Und die haben sich beispielsweise die Frage gestellt, brauchen wir eigentlich so etwas wie eine Rechtsvereinheitlichung? Jetzt muss man so ein bisschen wissen, wie das so damals ausgesehen hat, zu Zeiten von Gleim. Es gab viele kleine, wir haben Königreich Preußen, wir haben jede Menge Fürstentürmer. Es war ein unglaublich zersplittertes Recht. Jeder hatte so sein eigenes Recht. Dann gab es noch irgendwie den Sachsenspiegel, dann gab es noch altes Gewohnheitsrecht, was aus einer römisch-rechtlichen Tradition übrigens hinauswirkt. Also unser Recht heutzutage ist wirklich ein Konglomerat an unterschiedlichen Rechtsentwicklungen. In Bayern gab es eigene sogenannte Partikularrechte, die nur auf bestimmte Gebiete beschränkt waren. Es war ein heilloses Durcheinander, was auch den Lebensalltag von vielen Menschen unglaublich schwer machte. Also sobald man eine größere Strecke mal hinter sich bringen wollte, dann musste man gleich mehrere Landesgrenzen übertreten und dann musste man hier wieder Steuern zahlen und da gab es wieder etwas, also unglaublich kompliziert. Also lag doch die Frage nahe, wie ist es denn eigentlich, wenn wir mal verschiedene Dinge vereinheitlichen? Und Thibaut und von Savigny haben sich beispielsweise lange darüber gestritten und es hat ja zumindest im Bereich des sogenannten Zivilrechts, das Zivilrecht ist das Rechtsgebiet, was die Rechtsbeziehungen zwischen gleichgeordneten Bürgern so regelt, also wenn man miteinander Verträge beispielsweise schließt, Kaufvertrag, Mietvertrag und so etwas alles, das ist so das ist das Zivilrecht, bei uns geregelt im BGB und das BGB, auch da müssen wir einen großen Sprung machen, ist erst im Jahre 1900 in Kraft getreten und wir sind jetzt noch im Rahmen Ende des 18. Jahrhunderts, 1790 sowas etwa. Aber die haben sich damals schon die Gedanken gemacht. Eine große finale Rechtsentwicklung, die es zu Zeiten Gleim gab, ist 1794 entstanden mit dem sogenannten allgemeinen preußischen Landrecht, also das preußische Landrecht für die preußischen Staaten. Das ist ein großes Gesetzeswerk gewesen mit auch mehreren, also das BGB hat, wenn man jetzt die kleinen mit Buchstaben nummerierten Paragraphen nicht mit einbezieht, die später reingekommen sind, hat das BGB so 2380, Pi mal Daumen, noch ein bisschen mehr sind es dann durch die einzelnen mit kleinen Buchstaben gekennzeichneten Paragraphen, aber es ist jedenfalls im vierstelligen Bereich an Paragraphen. Und dieses große Gesetzeswerk, was dann entstanden ist, hatte über 20.000 Paragraphen. Man hatte wirklich versucht, alles Mögliche zu regeln. Und wir kennen ja schon, also jetzt da so ein bisschen so abschließend, heutzutage unterscheiden wir zwischen drei großen Rechtsbereichen. Es gibt einmal das eben schon genannte Zivilrecht. Das Zivilrecht regelt halt die Rechtsbeziehungen so zwischen Bürgern untereinander. Deswegen nennt man das auch das bürgerliche Recht, geregelt im bürgerlichen Gesetzbuch. Daneben gibt es das öffentliche Recht. Das öffentliche Recht regelt so die Rechtsbeziehungen so von Staatswegen, also zwischen Staatsorganen untereinander oder auch in einem über Unterordnungsverhältnis gibt es eine so eine Abgrenzungstheorie, wie sich der Staat gegenüber den Bürgern verhält, also beispielsweise durch den Erlass von Verwaltungsakten, also eher das hoheitliche Handeln des Staates, der Exekutive, der Verwaltung. Und daneben hat sich, obwohl es eigentlich auch so ein bisschen zum öffentlichen Recht gehört, hat sich das Strafrecht entwickelt als die dritte große Säule. Also wir können unterscheiden bürgerliches Recht, wir können das öffentliche Recht und das Strafrecht unterscheiden. Und dieses große Gesetzeswerk, was dann 1794 auf den Weg kam, hat im Grunde genommen alles ein bisschen, von allem ein bisschen etwas gehabt. Hat sowohl bürgerliches Recht als auch Strafrecht als auch öffentliches Recht gehabt. Und deswegen sind wir dann bei einer unglaublichen Zahl von Paragraphen, die bis in die fünfstellige Zahl hineingeht. Das hat dann auch tatsächlich, zumindest in den preußischen Staaten, so lange dann, dann haben wir 1806, 1815, gab es ja nochmal den Einschlag, das ist dann Nachgleim, aber hat lange Zeit Relevanz gehabt. Das war nochmal ein großer Meilenstein an der Stelle. Insgesamt sieht man aber ab dem Zeitpunkt auch die Idee, nee, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen unser Recht einfach mal ein bisschen auf neue Füße stellen und das eine oder das andere vereinheitlichen. Und da stehen wir heute, zumindest im bürgerlichen Recht.
da haben wir das bürgerliche Gesetzbuch, aber durch die Einflüsse auch aus Europa gibt es viele, viele neue Rechtsentwicklungen auch, wo es immer wieder spannend bleibt, das aufzugreifen und umzusetzen. 1803, wir kommen wieder zu Gleim zurück, Gleimhaus in Halberstadt. Das war der Aufhänger mal, weshalb ich auf Gleim damals gekommen war. Das war auch ein weiteres Zitat. Ich hatte ja schon anfangs das Zitat mit den Freunden genannt. Das ist jetzt ein weiteres Zitat von Gleim. Nur wer glücklich ist, kann glücklich machen. Wer es tut, vermehrt sein eigenes Glück. Selbst über das Glück und Recht könnte man eine ganze Menge sagen. Die amerikanische Unabhängigkeit, hatte ich auch noch angekündigt, gehört halt auch in diesen Bereich noch hinein. George Washington wird auch zu dieser Zeit dann als erster Präsident der USA ins Amt gehoben, die US-amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Und dort ist ja schon in der Verfassung auch so etwas wie ein Glückselement mit enthalten. Und es gibt auch andere Staaten, die tatsächlich das Thema Glück sogar auf die Fahne sich geschrieben haben, aber das wäre ein anderes Thema. Das war jetzt ein kleiner Streifzug, 1803, wir sind jetzt wieder zurück bei Gleim, wir sind jetzt wieder im Gleimhaus gelandet. Wir sind im Jahre 1803, es ist der 18. Februar, da wo wir eingestiegen waren. 18. Februar 1803, gegen 18 Uhr, wo Gleim, so heißt es jedenfalls in einer kleinen Biografie, dann tatsächlich verstirbt. Heute ist das Gleimhaus noch ein bekanntes Literaturmuseum, wo man das Wirken und das Leben Gleims nachvollziehen kann. Was leider nicht bekannt ist, ist, wie Gleim zu alledem stand. Wir kennen von seinen Ansichten als Jurist, das hatte ich auch an einer Stelle schon mal erwähnt, vergleichsweise wenig. Wir kennen Gleim als Dichter, wir kennen ihn als Förderer der Freundschaftskultur. Was bislang wenig erforscht ist, ist seine Arbeit als Jurist und wie er beispielsweise auch den ganzen Rechtsentwicklungen, die er sicherlich verfolgt haben wird, auch gegenüberstand. Damit wäre ich am Ende dieser Veranstaltung angelangt. Wir haben anhand von Gleim einen Streifzug machen können über das Urheberrecht, wir haben uns mit Staatsrecht befassen können, wir haben wichtige Punkte durch Meilensteine wie vom Geist der Gesetze, Montesquieu, wir haben Rousseau kennengelernt, wir haben gesehen, wie sich im Strafrecht das von die Geständnisproblematik durch die Abschaffung der Folter ein bisschen verändert hat, überhaupt auch das Ausklingen der Hexenprozesse, all das fällt in diese Zeit von Gleim hinein. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie das eine oder andere mitnehmen konnten. Typischerweise wird am Ende dieser Veranstaltung gefragt, ob es da noch Fragen gibt. Ich möchte das heute einmal umkehren, weil es mich wirklich interessiert, und zwar vor folgendem Hintergrund. In der Juristerei spielt die Geschichte, die Rechtsgeschichte, eigentlich gar nicht mehr so die große Rolle. Wird als Grundlagenfach noch ein bisschen gemacht, aber eigentlich gar nicht so. Mich würde mal interessieren, auch gerade weil Sie heute hier zu einem geschichtlichen Vortrag gekommen sind, wie sehen Sie denn eigentlich heutzutage die Bedeutung von Geschichte an? Ich komme deswegen darauf, weil als wir uns in der Pause konnte ich mich eben so unterhalten und da kam auch an einer Stelle das Thema Geschichte ein bisschen auf. Das hat mich zu der Frage inspiriert, wie sehen Sie denn eigentlich die Notwendigkeit von Geschichte? Ich glaube, Sie haben auch hinten gegebenenfalls die Möglichkeit über Mikrofone, dass Sie Ihre Frage, vielleicht haben Sie darauf eine Antwort, wie sehen Sie das? Die Bedeutung von Geschichte heutzutage. Ja, bitteschön. Ich glaube, da kommt auch schon jemand angeflitzt mit einem... Also ich finde es besonders gut, dass wir jetzt Geschichte machen können, davon hören, denn ich bin DDR-Bürger und für mich begann in der Schule im Geschichtsunterricht die Geschichte erst mit der Befreiung Deutschlands durch die russische Armee. Und von vorher wussten wir gar nicht, und da habe ich zu meiner Frau gesagt nach der Wende, wir müssen ein bisschen mehr unser Geschichtsbewusstsein und Wissen verbessern und haben gedacht, wir fahren gleich ein Jahr später nach Israel, die Zeit um Null und Massa da, 600 davor, und möchten auch gerne wissen, was Otto der Erste um 1000 gemacht haben, sind also in Rom gewesen und das hat uns unwahrscheinlich weitergebracht und dadurch haben wir uns immer mehr weiterentwickelt und wollen immer mehr wissen. Vielen Dank für heute. Also doch wirklich eine große Bedeutung in der Geschichte. Ja, vielen Dank dafür. Wie ist sonst so die Geschichte? Welche Bedeutung hat das für Sie? Oder umgekehrt, gibt es jetzt von Ihrer Seite aus noch Anmerkungen zum Vortrag?
Ich habe ganz kurz nur was dazu zu sagen. Mhm. Und zwar, man kann das mit der Geschichte auf einen Satz bringen. Wer keine Vergangenheit hat, hat keine Zukunft. Mhm. Und mehr braucht man eigentlich gar nicht zu sagen. Dann sagt man alles. Und wenn wir glauben, heutzutage Geschichte ist abgetan, dann haben wir heute gerade wieder gemerkt, dass alles wiederkommt. Ja, alles wiederkommt, ja. Ja, okay, gut. Ja, sonst noch etwas zum Vortrag? Ja, bitteschön. Ja. Ja, kommt auch gleich noch ein. Die besondere Bedeutung von Gleim, gerade im Zeitalter der Aufklärung. Wir wissen ja so wenig über Aufklärung. Über die Aufklärung. Also die besondere Bedeutung von Gleim, wie gesagt, als jemand, eigentlich sind zwei Dinge. Zum einen dieses Thema mit dem Freundschaftskult, diese Freundschaftskultur, da ist Gleim jemand gewesen, der das nicht alleine gemacht hat, sondern das war damals tatsächlich, es gehörte einfach so zu den guten Sitten. Gleim oder das hat man damals gemacht, diese Freundschaftskultur gepflegt. Was er sicherlich war, ist jemand gerade, er hat Raum für Begegnungen geschaffen. Also bei ihm gingen wirklich Leute ein und aus, man hat sich getroffen in Zirkeln und da sind beispielsweise, bin ich fest von überzeugt, man müsste heute nochmal eine Zeitreise unternehmen dürfen und dann vielleicht einmal Mäuschen spielen zu dieser Zeit. Aber da sind beispielsweise, bin ich fest von überzeugt, genau solche Themen, auch aufklärerische Gedanken, diskutiert worden. Und dadurch, dass er diese Räume für Begegnungen geschaffen hat, dass er Leute zusammengebracht hat, von denen er glaubte, das war ein unglaublicher Netzwerker auch, ne? Dass er Leute so zusammengebracht hat, von denen er glaubte, das passt so zusammen, hat er sicherlich auch persönlich dazu beigetragen, Raum zu geben, damit sich diese aufklärerischen Ideen auch weiterentwickeln können und ja, die dementsprechenden Leute auch zusammenzubringen. Das wäre die eine Bedeutung. Die andere Bedeutung, die ist, wie gesagt, noch so ein bisschen unerforscht, inwiefern er beispielsweise auch durch seine juristische Tätigkeit dort irgendwie, oder ob das wirklich nur sein Brot- und Buttergeschäft war, wo er gesagt hat, okay, gut, das ist meine Tätigkeit, da habe ich mein Auskommen, ein sehr gutes Auskommen übrigens, aber eigentlich beschäftige ich mich dann mit der Dichtung und dem anderen. Ob er da auch was gemacht hat, das wäre nochmal herauszufinden. Also da ist die Wissenschaft, ich bin im Gleimhaus gewesen, habe mich dort mit den Leuten unterhalten und die sagten auch, also das ist eine Facette von Gleim, die können wir noch nicht so richtig fassen. Das wäre beispielsweise mal total auch sehr, sehr interessant auch, inwiefern seine Briefe unter diesen aufklärerischen Gedanken dann auch zu stehen sind, vielleicht auch gerade in Bezug auf die Juristerei. Aber alleine, dass er dadurch Raum geschaffen hat, das ist schon ein wesentliches Fund dort gewesen. Gut, ja, bitteschön, hier ist auch noch eine Wortmeldung. Ja, genau, das. Ich habe nur was Kurzes. Erstens bedanke ich mich sehr herzlich und ich finde es hochinteressant, aber ich denke, das ist nur eine Seite der Medaille, das Wissen zu erwerben. Was uns bestimmt ja alle sehr bewegt, ist, wie setzen wir das Ganze um? Das heißt, die Kunst ist sicherlich nicht nur passiv, dieses Wissen aufzunehmen, sondern jetzt auch Ende Mai, gerade wenn es um die Europawahlen geht, umzusetzen. Ja. Und ich denke, wir müssen alle Haltung zeigen. Das ist eigentlich auch das, was uns Gleim sagen kann, der sicher enttäuscht war von seinen, sagen wir mal, reduzierten Aufstiegsmöglichkeiten, weil er nicht den Adelsbrief vielleicht hatte. Mhm. Aber letzten Endes hat er ja durch seinen Freundschaftskult eine Menge bewirkt, vielleicht über die Hintertreppe. Und vielleicht können wir alle, wenn wir zusammen wissen, was wir wollen, schon auch ein bisschen mitbewirken, dass es hier so gut weitergeht, wie es im Moment angefangen hat. Ja, vielen Dank auch für den Hinweis noch. Im Grunde genommen wird da tatsächlich auch der aufklärerische Gedanke von Gleim nochmal deutlich, oder überhaupt der Gedanke der Aufklärung deutlich, nämlich sich seines eigenen Verstandes ja dann zu bedienen. Ich kann das ja dann auch ausgedrückt hat. Und im Blick auf die Europawahl, tatsächlich mal zu schauen, ja, was hat uns Europa bei allen Problemen, auch in kleinem, was hat uns das wirklich eigentlich für einen großartigen Schatz gebracht? Das geht mal. Vielen Dank dafür. Bitteschön. Zum Thema Hexenverfolgung. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass Sie eine Zahl der möglichen Todesopfer mal nennen könnten, ja, oder würden. Ja. Gibt es da von Ihrer Seite etwas zu sagen? Genau, ich war gar kurz darauf eingegangen, und zwar eine konkrete Zahl nicht. Also bis vor einiger Zeit, ich hatte im Radio kürzlich nochmal einen Bericht dazu gehört, die Zahlen zu den Todesopfern, die sind wohl höchst spekulativ.
Die Forschung scheint sich, ich bin jetzt nicht im Bereich der Geschichtsforschung da in der Tiefe drin, aber die Forschung scheint sich wohl tatsächlich nicht ganz einig zu sein, wie hoch die Zahlen sind. Ob man jetzt von mehreren 10.000 spricht, 100.000 spricht, europaweit jetzt sogar gesehen, das ist ja nicht nur Deutschland gewesen, sondern europaweit gesehen, Zahlen lassen sich da unglaublich schwer festmachen. Ich befürchte, da kann ich Ihnen keine Zahlen nennen. Ja. Das deckt sich an sich mit meinen Beobachtungen. Mir sind Zahlen bekannt von 25.000 bis über 10 Millionen. Ja, ja. Also, und da Sie nicht aus dieser Gegend hier sind, vielleicht noch ein Hinweis, diese 9-Millionen-Theorie, die hier im Dritten Reich verbreitet wurde, ist in Quedlinburg auch 1700 und entstanden. Also die müssen wir vielleicht ein paar Dinge so auseinanderhalten. Wir reden jetzt über eine Zeit, die vor über 300 Jahren, also noch später, also wenn wir die Inquisition noch später zurückgehen, da haben wir es mit Dokumentation und Ähnlichem nicht so, wie wir es in den letzten Jahrzehnten dann hatten. Also das sind schon nochmal ganz unterschiedliche Dinge. Was die Zahlen der Hexenverfolgung angeht, das ist wirklich schwierig zu belegen aufgrund der Dokumentationen her. Also seriöse Schätzungen gibt es nicht. Wobei, das ist jetzt nochmal ein ganz anderer Gedanke, was sagen Zahlen an der Stelle aus? Die Bedeutung ist doch, dass sich hier ein etwas Gesellschaftliches gezeigt hat, wie man Personen stigmatisiert und sie mit damaligen juristischen, also aus der Zeit heraus, mit damaligen juristischen Foltermethoden in eine Situation hineinbringt, die durch die Aufklärung natürlich vollkommen aufgehoben wird. Und das ist, glaube ich, auch einer der maßgeblichen Fortschritte durch die Aufklärung, dass sie uns etwas gebracht hat, dass wir selber darüber nachdenken können. Die historischen Belege für die Inquisitionsprozesse sind aber wohl wirklich, wirklich schwierig. Sind wirklich, wirklich schwierig. Gibt es sonst noch Anmerkungen dazu? Hinweise? Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihr Interesse an dieser Veranstaltung, wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend und viel Freude bei einer der nächsten Generationen Hochschulen, wo es ja dann, wenn ich das richtig mitbekommen habe, um den Wilden Wald dann auch geht. Und ja, viel Spaß dabei. Herzlichen Dank.